Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stronghold Warlords mongolischen Kampagne Mission Nummer 3. Durch die Berge. Genghis Khan hofft, dass die Tanguts ihm den Weg zur Eroberung ganz Asiens frei machen. Ja Leute, eine weitere Mission, wie ich schon Ende der letzten Folge sagte, letzte Mission hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich hoffe, es geht so weiter und ja, ich muss auch sagen, die Mongolen spielen sich tatsächlich schon sehr, sehr anders als zum Beispiel die Chinesen oder auch die hier das Dschungelkönigreich. Bin mir nicht sicher, upsala, ob das jetzt hier Vietnamesen waren oder Kambodscha, ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay, gut, dann schauen wir mal, was die nächste Mission uns bietet. In seinem Bestreben, die Mongolen zu beherrschen, hat Genghis Khan jeden Stamm der Steppe besiegt. Er hatte sich zum unbestrittenen Herrscher eines gewaltigen Landes aufgeschwungen. Zu seinem zweiten Kuriltai kamen Tausende, die dem Khan die Treue schworen. Nach mehreren Jahren friedlicher Herrschaft waren es interne Streitigkeiten und Rivalitäten, die seine Errungenschaften bedrohten. Jetzt muss Genghis Khan neue Feinde jenseits der Steppe seiner Vorfahren suchen, damit sein Imperium wächst und sein Volk vereint bleibt. Als erstes wendet er sich dazu dem Tangut-Imperium im Süden zu. Der Staat wäre ihm schutzlos ausgeliefert, könnte er nur das Helan-Gebirge durchqueren und käme an der Kiemen-Festung vorbei, die den einzigen Weg dorthin schützt. Okay, wieder haben wir hier Erobern, Angreifen, Beschützen. Schlagt Anlage auf, um eine Stellung im Helan-Gebirge zu sichern. Angreifen stellt eine Armee auf, die stark genug ist, die Blockade zu durchbrechen. Und beschützt den Fürsten um jeden Preis. Also hier müssen wir auch wieder eine eigene Siedlung bauen, wie es sich anhört. Schauen wir mal, was hier so die Hinweise sind. Der Ochsenkriegher ist ein leichtes Ziel und gewährt euch wichtige Waren. Die Kleiderproduktion hilft euch dabei, die Steuern zu erhöhen. Oh Leute, diesmal ist es nicht nur Nahrung, sondern wir werden diesmal auch etwas, ja, mehr Sachen produzieren, wie es ausschaut. Der Tigerkriegsherr verfügt um eine gute Verteidigung, deshalb könnte es sich als klüger erweisen, diplomatisch vorzugehen, anstatt gewaltsam. Mit dem Tribok könnt ihr Tore, Mauern und Türme aus sicherer Distanz zerstören. Triböcke sind sehr teuer, beschützt sie also so gut ihr könnt. Räumt den Weg mit dem Tribok frei und koordiniert eure Angriffe mit dem Tigerkriegsherrn. Ja, okay. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Karte aussieht. Wir spielen natürlich wieder auf dem schwierigen Schwierigkeitsgrad. Und ja, Leute, schauen wir einfach mal rein. Hier sehen wir schon die Festung des feindlichen Kriegsherrn. Eine Nachricht von Genghis Khan. Wir müssen unsere Taktik anpassen. Inzwischen warten keine wackeligen Palisaden aus Stöckern und Seilen mehr auf uns. Sobald wir einen Kriegsherrn gefangen genommen haben, stehen uns Belagerungswaffen zur Verfügung, mit denen wir die dicken Steinmauern durchdringen können. Okay, wir machen mal wieder Pause, wie bei Beginn jeder Mission, und schauen mal, womit wir es hier zu tun haben. Nun zuallererst haben wir oben den Ochsen-Warlord, genau. Er kann uns vermutlich auch mit Steinen beliefern. Dann haben wir hier einen Tiger-Warlord. Ja, der wurde ja in den Tipps auch schon angesprochen. Und dann haben wir hier die feindliche Festung. Ich denke mal, da können wir auch Angriffe erwarten. Okay. Gut, was können wir denn in dieser Mission produzieren? Seidenraupenfarmen, Seidenschneiderei und eine Schneiderei. Ja, eine ganze Produktionskette ist dazugekommen. Ansonsten können wir diesmal nur Reisfelder bauen. Okay, interessant. Wobei, wir haben hier aber eine Schweinezucht. Was soll die uns denn bringen? Können wir das verkaufen? Nee. Naja, mit einer Schweinezucht, da können wir nicht viel anfangen. Ich würde mal sagen, die reißen wir auch gleich schön ab. Sichern uns den Arbeitsplatz. Genghis Khan, den packen wir mal hier auf den Bergfried, was man so Bergfried nennt. Ansonsten haben wir hier 11 berittene Bogenschützen und 10 Hilfskavalleristen und einmal imperiale Kavallerie und, naja, zwei Bogenschützen hier. Wir haben schon eine Botschaft, sehr schön. Eins der teureren Gebäude wurde schon für uns gebaut. Ansonsten, ja, ich würde sagen, schauen wir mal, was hier auf uns zukommt.
Wir müssen definitiv die Steuern erhöhen, aber erstmal gucken wir, dass wir genug Nahrung haben. Dieses Haus ist äußerst bequem, Hoheit. Daher bauen wir jetzt hier... Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Ja, verstehe. Dann bauen wir noch ein Haus. So. Machen ein bisschen mit Nahrung noch weiter. Unser Bauplatz ist jetzt hier wirklich beschränkt. Jetzt haben wir hier 4, 5, 6, 7. Acht. Ne, das möchte ich da nicht hinbauen. Machen wir es hier. 9. Okay, 9 Stück sollten erstmal reichen. Dann gucken wir auch mal. In diesen Ländern stehen uns viel mehr feine Seiden zur Verfügung. Wir können daraus elegante Kleider fertigen und damit eure Beliebtheit steigern. Okay, mir fällt auch gerade auf, wir können ja nicht mal einen Holzfäller bauen. Hier gibt es auch kein Holz zum Abbauen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir sehr, sehr, sehr viel Gold brauchen. Und dafür sind dann vermutlich auch die Seidenraupenfarmen gedacht. Ja. Okay. Ja, wie gesagt, die Schweinezucht hier brauchen wir nicht. Die reiße ich auch ab für das zusätzliche Holz. Und dann schauen wir jetzt mal, dass wir die Seidenraupenfarmen bauen. Die Füße in meinem bequemen Haus hochzulegen, Hoheit. Oh, ich habe keine Ahnung, wie viele wir davon brauchen. Deswegen bauen wir jetzt einfach erstmal 6. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um dieses Gebäude zu betreiben. Und, naja, dann bräuchten wir jetzt eigentlich noch ein Haus. Hauptmann, auf dem Pferd. Oh, wir werden hier oben schon attackiert. Die holen wir doch mal gleich da runter. So. Reitet Hunde! Gut, ansonsten, was brauchen wir noch? Reisfelder erstmal nicht. Ja, am liebsten würde ich jetzt direkt hier mal was verkaufen. Eisen, Stein können wir nicht verkaufen. Wir können kein Holz kaufen? Hä? Dann müssen wir uns das vom Ochsen liefern lassen? Kann das sein? Das ist ja wirklich... Das ist strange. Okay. Dann bauen wir hier mal eine Militärakademie. Und wir brauchen... Ja, wir brauchen unbedingt noch ein Haus, Leute. Was machen wir denn da? Eine Baracke bauen? Ah, ich weiß nicht. Ja, okay. Nützt nichts. Wir bauen jetzt erstmal nur eine Baracke. Die können wir ja später nochmal abreißen. Hauptsache, wir kriegen hier ein bisschen Arbeitskraft. Und können hier auch ein paar neue Krieger noch ausbilden. Ja. Und dann nehmen wir oben den Ochsen ein. Geht nicht anders. Ich würde sagen, viel brauchen wir dafür nicht. Ja, doch. Wohl, die haben hier schwere Krieger. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. Wir können auch ein bisschen Reis verkaufen. Jetzt haben wir hier Minusmeinung. Warum denn das? Wahrscheinlich, weil wir Reis verkauft haben, echt? Ist ja auch interessant. Nun gut. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir jetzt hier am besten vorgehen. Weil wir brauchen ja schließlich auch ein, zwei Nahkämpfer, um hier den Warlord einnehmen zu können. Oh, und hier kommt übrigens eine kleine Truppe. Das sind auch schwere Kämpfer, Leute. Bleibt dicht beieinander! Reitet! Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an. Bereit, flankiert sie. 大人，有何命令？ 有何指令？ Wir ruhen nie. Reitet. Gott sei Dank nur schwacher Angriff.
kriegen wir leicht weg. Okay. Ja, wir brauchen definitiv Axtschmiede, aber die können wir uns natürlich nicht leisten, weil wir das Holz nicht haben. Das ist ja echt. Okay. Nicht genügend Waren. Könnten hier noch Lanzen und Rüstungen verkaufen. Was, wir bilden jetzt erstmal die paar Krieger hier aus, die wir können. Dann haben wir 19 Stück. Das sollte reichen, um zumindest hier die Truppen zu vernichten. Und dann nehmen wir hier die Bogenschützen mit, die dann im Endeffekt den Warlord einnehmen. Hauptmann? Ja, wir müssen nach. Okay. Jetzt noch die schwere Infanterie, die hier vor Ort ist. Gucken, dass kein Angriff kommt, aber es sieht ganz gut aus. Okay, jetzt noch den Warlord runterschießen, dann haben wir den auch schon. Ich würde sagen, dann bauen wir auch... Ah, wir können es uns nicht leisten, ne? Oh, 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 da kommt nächster Angriff, aber nur Nahkämpfer. Das können wir handeln. Wir müssen jetzt dann nur schnell genug da sein. Hoffentlich sind wir das auch. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Wir ruhen nie. Bleibt dicht beieinander. So, hoch da. Wir warten auf euren Befehl. Den haben wir. Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Jetzt schauen wir mal, was kriegen wir hier. Holz und Stein. Verbessern ihn direkt mal und Eisen bringt er uns auch. Bring ihn direkt mal auf Level... Ja, lass ihn uns direkt auf Max-Level bringen. Und dann soll er uns ein Eure Waren Holz liefern. Verschickt. Mal gucken, ob die westlichen Sia hier Punkte spenden. Da müssen wir immer mal wieder gucken. Nicht, dass wir den hier verlieren. Das wäre sehr ungünstig dann. Okay. Gut, das hätten wir. Hier war der Tipp. Ja, der hat schon ziemlich viele schwere Einheiten hier. Ich glaube, hier sollten wir dann wirklich die Punkte reinpacken, um ihn diplomatisch zu erobern. Und wir bauen jetzt hier noch mehr Reisfelder. Wisst ihr was? Das reißen wir mal ab hier. Wir ersetzen das durch einige Reisfarmen. So. Unser Reisbestand nimmt zu, Hoheit. Warum? Ach ja, natürlich. Weil wir hier nur eine Baracke haben. Wir werden hier mal jetzt das Haus hinsetzen. So. Reißen die Baracke ab. Warum haben wir jetzt hier so viel Minus? Ich verstehe es nicht. Wohin reiten wir? Joho! Wir ruhen nie. Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Wir haben ja schon Seidenraubenkokons, aber nur 23. Ich habe so das Gefühl, da müssten wir unsere Produktion noch mal ein bisschen erhöhen. Aber erstmal brauchen wir dann noch ein Haus. Hier werden keine Punkte investiert, das ist gut. Eure Waren wurden verschickt.
können wir hier auch die Steuern ein bisschen erhöhen. Und das auf Stufe 2 erstmal. Die Reisproduktion wächst auch weiterhin noch. Sehr schön. Gut. Das also, wie es funktioniert. Dann müssen wir jetzt ein bisschen Geld sparen. Weil mit den Diplomatiepunkten, die wir jetzt momentan bekommen, können wir hier noch nicht viel reißen. Seidenschneidereien. Davon brauchen wir jetzt definitiv auch mal welche. Die setzen wir hier schön nah an das Vorratslager, damit das fixer geht. Ja, ich würde jetzt gerne das Gold sparen, ne? Aber die Angriffe scheinen ja auch immer stärker zu werden. Die fangen jetzt hier an, den Seidenzwirn herzustellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, in was für einem Verhältnis die hier arbeiten. Ob die drei Farmen, die wir haben, schaffen, zwei Schneidereien zu unterhalten. Also Seidenschneidereien. Und da kommt schon der nächste Angriff. Aber nur ein kleiner. So, wisst ihr was? Wir werden jetzt mal das Konsulat bauen hier. Damit wir mal ein bisschen mehr Diplomatiepunkte bekommen. Und dann werden wir gleich, wenn wir Gold übrig haben, mal hier ein, zwei, drei neue Reiter dazu holen. Bereit! Los geht's! Juhu! Qi Bing Ren Ni Diao Qian. Die Pferde sind bereit! Wunderbar. Eure Waren wurden verschickt. Da werden wir jetzt regelmäßig immer wieder das Holz holen, das dürfen wir nicht vergessen. Hauptmann? Das scheint erstmal gut zu funktionieren hier. Und wir kriegen da auch schon die erste Seide. Dann können wir jetzt schon mal die Schneiderei bauen. Zumindest die erste. Ah ne, wir bauen direkt mal zwei. Wofür haben wir eigentlich den Stein? Brauchen wir den für... Na gut, für die Unterkünfte, ne? Die bauen wir jetzt auch schon mal. Aber ansonsten brauchen wir doch keinen Stein, ne? Den können wir dann verkaufen. Ah, natürlich nicht. Geht nicht. Okay. Und wir haben hier Rüstungs-, Lanzen- und Schwertschmieden. Dann brauchen wir jetzt noch Ställe. Ja, wir haben weder genug Gold noch genug Holz. Okay. Die KI macht ja also nichts diplomatisch gesehen. Dann können wir jetzt hier mal anfangen, Diplomatiepunkte beim Tiger zu investieren. Und hier nochmal Holz. Nee, geht noch nicht. Wir warten auf euren Befehl. Reitet schnell rein und seid bereit, diese Kehrtwendung zu machen. Genau. Reitet und feuert, ihr Hunde! Chuba? Shi, Dingxia. Qibing, zunbei, juxu. Wir warten auf euch. Okay, jetzt können wir uns Stelle leisten. Das machen wir jetzt auch. Die wir werden mal hier angegriffen. Oben hin. Wunderbar. Jetzt ist unsere Kavallerie hier auch schon wieder zerstört. Ja, ich glaube, wir werden erstmal auf Hilfskavallerie gehen, oder? Sagen. Das ja, wie lange brauchen die denn hier um ein Pferd? ...30 Sekunden für ein Pferd. Oh, das ist auch krass. Wen jagen wir? Nochmal hier Punkte investieren. Zack. Und hier geht doch bestimmt auch schon wieder Holz. Eure Waren wurden verschickt.
So, Kleidung haben wir. Können wir die so ausgeben oder brauchen wir dann nochmal ein neues Gebäude? Ne, das geht so. Okay, dann können wir jetzt die Steuern zumindest mal auf Stufe 3 anheben. Das hilft uns auf jeden Fall. Aber und ehrlich gesagt, würde ich es dann erstmal auch dabei belassen. Wir schauen immer mal wieder auf die Produktion hier, ob wir da mal nachlegen müssen. An für sich würde ich es jetzt aber, wie gesagt, dabei lassen. Das brauchen wir gleich noch das nächste Konsulat. Und dann, glaube ich, haben wir auch, was Diplomatiepunkte angeht, erstmal genug und konzentrieren uns dann auf unsere Armee. So, die nächsten Punkte. Hier passiert immer noch nichts. Wunderbar. Ja, hier, das wächst ja sogar. Sehr schön. Ich bin mir nicht sicher, wie viel wir brauchen. So, was, wir stellen das hier mal auf automatisch. Ja, das funktioniert. Hauptmann! Reitet! Diese kleineren Angriffe sind mittlerweile kein Problem mehr. Die können wir locker wegstecken. Genau, wir brauchen ja auch noch die Trieböcke, ne? Wo ist denn die Belagerungswerkstatt? Unterkünfte, Waffenkammer? Moment, wie bauen wir die denn? Ach so, genau, die kriegen wir dann vermutlich vom Tiger, würde ich mal sagen, oder? Hoffe ich zumindest, werden wir ja gleich sehen. 200 Punkte sind das. Dass wir ihn dann endlich haben auf unserer Seite. Sieht auch alles gut aus hier. Das wächst alles. Wunderbar, Leute. Es gehen langsam die Diplomatiepunkte aus. Aber mit 200 Punkten können wir den Gehorsam einfordern. Somit ist der gleich auf unserer Seite. Sehr, sehr schön. Kommt auch zur rechten Zeit. Die Pferde sind bereit. Naja, nicht ganz zur rechten Zeit. Ein sehr interessantes. Jetzt schauen wir mal. Wer ist jetzt auf unserer Seite hier? Angebot. Wunderbar, Eure Hoheit. Jetzt, da wir diesen Kriegsherrn haben, können wir neue Belagerungsgeräte bauen, die über weite Entfernung hinweg auf Mauern schießen. Eine Nachricht von Genghis Khan. Es braucht mehr als einfache Mauern, um mongolische Horden aufzuhalten. Jetzt weiter zur Burg! Ja, der Angriff, der war jetzt zwar ein bisschen stärker, aber wir haben mittlerweile schon wieder genug Reiter, dass das hier alles kein Problem ist. Haben zwar einige Verluste hinnehmen müssen, aber alles in allem sieht das gut aus. Wir haben jetzt gerade eben auch ein bisschen Gold bekommen. Das heißt, wir können jetzt hier ein paar mehr Truppen ausheben. Aber bevor wir das jetzt tun, schauen wir nochmal, wie es jetzt mit dem um die Belagerungswaffen steht. Wir selbst können keine bauen.
Dann muss das ja hier bei ihm sein. Ja, Belagerungscamp bauen. Wie ihr wünscht. Das machen wir doch direkt mal. Haben wir dann da auch Zugriff darauf? Ja, die Böcke. Wunderbar, Leute. Bringt uns zur Belagerung. Eine Nachricht von Genghis Khan. Darauf werden sie nicht vorbereitet sein. Unsere Steine werden ihre Steinmauern in Schutt und Asche legen. Triboken können über große Entfernungen hinweg Steine auf feindliche Befestigungen schleudern. Leider kann man nur schlecht damit zielen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das Wort Triboken zum ersten Mal gehört. Ich dachte immer, die Mehrzahl wäre Triböcke. Man lernt ja nie aus. Ja, das ist alles im grünen Bereich. Wunderbar, Leute, dann können wir schon langsam zum Angriff übergehen. Wir haben es jetzt zwar... Oh, hier sind auch sehr viele Armbrustschützen, ne? Möglicherweise... Ja, aufgrund der schieren... Obwohl, wir können ja auch Schilde bauen, ne? Kosten 80 Gold. Können wir irgendwas verkaufen? Ja, wir könnten Reis verkaufen. Das machen wir jetzt auch mal. Haben ja echt genug. So, unter 1000, das reicht. Dann, ja, wie viel wollen wir denn nehmen? 5 hört sich doch eigentlich ganz gut an. Noch ein paar hiervon. Nochmal davon ein. Und wir werden den Warlord hier auch mal verbessern. Umso stärker werden natürlich auch die Angriffe, die er fahren kann. Von, ah, wir können das alles nicht verkaufen, ne? Doch, das hier ein bisschen. Irgendwie, ich fühle mich einfach nicht bereit für diesen Angriff. Ein bisschen was möchte ich echt noch zusätzlich haben. Reicht mir noch nicht so ganz. Ihn haben wir jetzt auch auf Maximallevel. Das ist schon mal ganz gut. Und jetzt brauchen wir noch ein paar mehr Diplomatiepunkte, damit wir hier einen Angriff fahren können. Spendet er jetzt eigentlich hier irgendwas? Nein, gar nichts. Okay. Oh, wir können keine Rüstungen mehr produzieren. Eure Waren wurden verschickt. Wir lassen uns hier mal Eisen liefern. Aber jetzt sparen wir dann auch wirklich auf die 200 Diplomatiepunkte. Damit wir einen Unterstützungsangriff des Tigers mitnehmen können. Wir warten auf euren Befehl. Tribok ist da. Da geht es lang. Ferntampfbelagerungsgeräte stehen bereit. Bisschen nervig, ne? Wen jagen wir? Da Armbrustschützen dabei. Jetzt keine. Bleibt dicht beieinander! Reitet und feuert, ihr Hunde! Yippie! Jo, Hotelin. Nee, haltet erstmal noch zurück. Bereit zum Ausreiten. Mal den Einzelnen da. Bleibt dicht beieinander! Okay.
Auf mein Wort! Wir ruhen nie! Reitet schnell rein und seid bereit, wieder Kehrtwendung zu machen! Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen! Den Angriff haben wir auch abgewehrt. Jetzt haben wir sogar ein bisschen Gold sparen können. Sagen, wir bauen jetzt nochmal ein Konsulat. Beziehungsweise, kommt Leute, wir bauen jetzt hier auch das vierte Konsulat. Dann geht das hier umso schneller mit den Diplomatiepunkten. Das restliche Geld, das wir jetzt noch hier bekommen, das spenden wir nochmal, stecken wir nochmal in die Armee. Na komm, nur noch ein paar Punkte. Wir warten auf euren Befehl. Da sind wir über 200. Okay, und dann werden wir jetzt hier den starken Angriff ausführen. Meine Armee marschiert. Die werden wir auch so ein bisschen als Schild benutzen hier. Euer Schild ist bereit. Bringt uns zur Belagerung. Trieberhaupt ist in Bewegung. Bereit. Wo ist die Front? Ich komme da schon hin. So. Wir haben den Schutz. Joho! Triebock ist bereit. Wie kommt denn da hin? Triebock ist unterwegs. Ja, wir müssen da. Kommen, Triebock! Hier in der Nacht. Bringt uns zur Belagerung. Fernkampfbelagerungsgeräte stehen bereit. Triebock ist bereit. Bereit zum Ausreiten. Reitet und feuert, ihr Hunde! Wir kommen auf den Markt. Bitte salut, Lindu. Was kann ich beschützen? Wen jagen wir? Reitet! So Leute, dann schießen wir die Schützen hier runter. Ja, das sieht doch erstmal ganz gut aus. Oha. Okay. Wir müssen uns mal zurückziehen. Wir werden angegriffen. Packt euch mal schnell. Fernkampfbelagerungsgeräte stehen bereit. Bereit für den Kampf. Triebock ist bereit. Toll. Bereit für den Kampf. War ja auch so klar, dass jetzt hier ein Angriff kommen muss. Dann haben wir hier nämlich so ein bisschen die Zappenbooster. Ja. Reitet schnell rein und seid bereit, wieder Kehrtwendung zu machen. Meine Armee marschiert. Bereit! Flankiert sie! Reitet Hunde! Wen jagen wir? Okay, gut. Wir frischen nochmal unsere Armee ein kleines bisschen auf hier. Ihr habt nicht genügend Gold, um diese Einheit auszubilden. Bringt uns zur Belagerung. Schiebt den Triebock an. Bereit! Na, ganz so viel hat er nicht mehr. Wir ruhen nie, wie ihr es wünscht. Wir unterstützen hier nochmal. Joho! Ah!
Ja, los geht's! Hier in der Nacht. Tribok ist da! Tribok ist bereit! Wir warten auf euren Befehl! Wüsste nicht wie! Ja, wir müssen hier natürlich auch ein paar Verluste hinnehmen. Aber wenn wir die jetzt nicht mehr schaffen hier, das wäre ja gelacht. Alles klar. Gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen Verstärkung rankriegen hier. Bereit für den Kampf! Fernkampfbelagerungsgeräte stehen bereit! Tribok ist da! Bringt uns zur Belagerung! Ups, falsche Taste, entschuldigt. Bereit für den Kampf! Wir ruhen nie! Hauptmann? Wir ruhen nie! Können wir eigentlich schon direkt den nächsten Angriff machen? Nee, der eine muss erst abgewehrt sein. Fernkampfbelagerungsgeräte stehen bereit! Tribok ist da! Okay, das läuft doch wunderbar bisher. Zusehen, dass wir für den finalen Angriff unsere Armee vielleicht noch mal ein kleines bisschen verstärken hier. Aber an für sich hat er ja nicht mehr viel. Das Tor bricht auch gleich zusammen. Ist es geschehen. Okay, ihr könnt jetzt aufhören zu schießen. Ich gehe auch mal ein bisschen näher ran. Wen jagen wir? Wir sind schon fast am Burgfried, Hoheit. Ja, Leute. Da haben wir es geschafft. Wunderbar. Ja, war eine ziemlich kleine Map, aber ich fand die Mission eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ganz im Gegenteil. Das Einzige, was ich jetzt so ein bisschen komisch finde, ist, ich meine, das ist die dritte Kampagne und davon sind wir jetzt so in der, was war das, die vierte Mission. War, also auf, für den schwierigen Schwierigkeitsgrad war mir die fast ein bisschen zu einfach. Naja, okay, ich hoffe, das wird noch ein bisschen schwieriger. Ich finde das echt verwirrend, weil die Missionen, die davor waren, die zweite und die dritte Mission der mongolischen Kampagne, die war schon deutlich saftiger. Aber naja, gut, vielleicht reiße ich jetzt mein Maul auch einfach zu weit auf und in der nächsten Mission geht es dann richtig zur Sache. Schauen wir mal. Gut, Leute, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Mission. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Sammy. Ciao.